Hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir hier durch diese Ruinen hier durchgelatscht und haben keine Ahnung gehabt, wo wir hin müssen, oder mehr oder weniger wusste ich, wo wir hin müssen, aber ich habe versucht, hier so ein Rätsel zu lösen und habe es nicht geschafft. Und ja, das hat ungefähr so nach, weiß ich nicht, 3-4 Stunden, wo ich schon aufgenommen habe, die letzte Aufnahme war, wollte ich doch irgendwann mal zurückgehen und speichern und die Aufnahme beenden. Deswegen bin ich jetzt wieder am Anfang hier und muss wieder den ganzen Weg dahin rennen. Ich glaube, da war schon richtig. Und versuchen wir jetzt nochmal das Rätsel. Und ja, das könnte eine Weile dauern. Ich hätte auch schon irgendwie versuchen können, irgendwas selber zu probieren, aber nein. Jetzt festhalten. Nein, natürlich nicht. So, warte mal, habe ich überhaupt noch... Gab es hier überhaupt einen Ring? Ich kann sowieso nichts machen, okay. So, dann versuchen wir jetzt nochmal dieses verkackte Rätsel. Und ja, weiß ich nicht. Bin schon ein bisschen so am Verzweifeln, weil so schwer kann das eigentlich noch nicht sein, ne? So, wie wär's mal, wenn wir so. Ich glaube, das sieht sogar ein bisschen richtig aus, was ich hier mache. Warte mal. Hey! Was zum Teufel? Leck mich am... Wieso ist das jetzt so einfach gewesen? Ey, Mann. Ich schwöre bei Gott, ich hab... Okay, ich glaube nicht an Gott, deswegen schwöre ich nicht auf Gott, aber... Rotes Tor wird entriegelt. Okay, sehr gut. Boah. War ernsthaft. Ich habe nirgendwo nachgeguckt oder irgendwie sowas, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie mir das auf einmal so passiert ist. Irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich mal jetzt nicht gerade in eine 3 Stunden lange Session bin, scheine ich extrem aufmerksam zu sein. Aber leck mich. So, du hast jetzt auch schon wieder alles 50 Mal eingesetzt. Und ja, ich weiß, man kann auch Sachen anders lernen, aber solange es im Moment ja klappt, können wir wieder alles einstellen. So, jetzt kann er nichts mehr lernen. Deswegen lassen wir es jetzt mal. Und ja, was es für andere Möglichkeiten gibt, keine Ahnung. Welcher ja schon irgendwie herausfinden. Ach, ich habe ihn auch automatisch jetzt eingestellt. So, Leute, können wir auch, würde ich mal sagen, auswechseln. Aua. So, Bams. Das wird jetzt vollbringen. Jetzt passt mal auf. Natürlich nicht. Okay, wir machen aber noch lange mit unserer... Habe ich ihn auf Dings eingestellt? Ja. Wir können ja erstmal diese 50 Versuche ausprobieren, bis wir nichts mehr lernen. Und ja, wir werden ja noch genug Zeit haben, andere Möglichkeiten auszuprobieren. Deswegen, ja, können wir warten, bis wir irgendwas anderes versuchen. So, wer braucht denn noch... Bis dahin werde ich erstmal diese 50 Versuche Dinge ausprobieren. Also solange wir noch was lernen, sehe ich keinen Grund damit aufzuhören. Okay, wie war's mit Regal? Colette, was ist mit dir? Hammer Rain, Stardust Cross. Auf jeden Fall kommt Lloyd erstmal das Ding jetzt hier weg. Ja, das, den Feenring. Das auch. Okay. So wieder das hier. Ja. So, jetzt nehmen wir ihn erstmal raus und tun irgendjemand anderen rein. Sie kann nur einen Angriff nur lernen, das ist ein bisschen blöd. Regal, du kannst 2 Angriffe lernen. Was mit dir, China? Seal Absolute. Cyclone Seal. Purgatory Seal. Sie kann ich nicht steuern. Ich will mal Cells steuern, aber dann noch mal kein Heiler. Doch, Regal ist auch ein Heiler. Mehr oder weniger. Wenn wir mit Cells ein paar Angriffe spammen, weil er hat so viele Sachen, die wir noch lernen können. Deswegen zum Beispiel Air Thrust. Dann kriegst du jetzt mal den Feenring. Und die Dingens. Obwohl, tun wir ihn mal irgendwie was die TP noch auflädt.
Ja. So, und das in der Verbindung und jetzt irgendjemand kriegt an Dingens. Ja, du kriegst sie sehr viel an. So. Ich werde immer noch doppelt Geld bekommen. Das ist für mich irgendwie so Priorität. Hier kann ich nichts mehr machen. Und hier ist gar nichts mehr. Was zum Erfahrungsgeber Level 4, sehr schön. So, fehlt eigentlich nur noch Regal, ne? Ja. So, jetzt wieder ausprobieren. Mein Gott, für ein Glück, bei ihnen geht's gerade dabei haben. So, für wen habe ich denn jetzt wieder herum experimentiert hier? Ich weiß, ich habe eine merkwürdige Art, das Spiel zu spielen, aber ist doch egal, ne? Und ich weiß, wir haben auch schon gute Sachen hier drin, aber man muss es ja mal versuchen. Ja, so viel wie möglich rausholen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werde ich halt auch offscreen irgendwie so machen. Dann nie nachgucken hier. Dann kann man irgendwie, obwohl das ist auch blöd, egal. So. Was ist mein anderen? Ich würde darauf achten, dass die alle noch im T-Bereich oder S-Bereich sind. Solange ja drei haben, ist das ja. Gut sein, oder? Ich achte wirklich irgendwie so auf die. Ja, Geist plus, das ist gut. Wenn es was, glaube ich, genug. Dann mach mal weiter, warte mal, Zellus. Verlierst nicht deinen T-Typ, oder? Nee, doch. Du bleibst aber auf T, sehe ich gerade. Na, bei ihm sind wir ja am rum experimentieren, also mach mal. So, die Frage ist, wir haben jetzt ein Tor deaktiviert. Und hat hier aber nichts gemacht, oder? So, wenn ich jetzt da unten hingekommen bin, dann werde ich auch irgendwo irgendwie da hinkommen, oder? Ich habe irgendwie keinen Plan, wie man da hinkommen soll. Also zu der Mitte da. Ich guck einfach mal, ob sich irgendwo eine Tür geöffnet hat. Erstmal. Das ist mir schon mal wichtiger. Und ich muss mir merken, wie ich das gemacht habe gerade. Was ist das hier? Ich glaube, das hier hat sich geöffnet, ne? Hey! Edelbrustpanzer! Edelbrustpanzer. Irgendwie ist das doch gemütlicher hier zu wechseln. Da kann ich nicht sehen, wie sich die Werte erhöhen. Ja, komm. Also. Ich sehe was. Stehst du ja so blöd rum. So. Wenn ich jetzt wüsste, was das für eine Nummer war. Ich meine, ich kenne natürlich alle auswendig, wo überall eine Tür war. Den kann ich auch direkt sagen, ja, da gehen wir jetzt hin. Und jetzt habe ich nicht hingeguckt, weil ich mich kurz anders hinsetzen wollte. Verdammt. Dings wollte ich mal. Wow, ja, das Lichtschwert stimmt. Weißt du, überrascht, was ist das da in seiner Hand? Ja, fast du. So, jetzt bestimmt was Neues, ne? Ey. Sag mal. Ich glaube, jetzt hat was Neues. Oder auch nicht. So lange gedauert. So. Nochmal zur Sicherheit. 51 Mal. Okay, nichts. Dann. Versuchen wir mal andere Dinger zu spammen. Zum Beispiel Double Demon Fang. Wutig. Sieht so graziös aus. Ich weiß, es ist sehr viel Bühnenarbeit hier. Aber egal, Boink. Thunderblade, hat er auch bald. Wutig. Sehr schön. So, weiter lernen. So, ja, das hätte ich auch. Was hat er hier? Ach so, ich habe ihn so eingestellt. Ne? Was mit Zellus? Habe ich ihn jetzt umgestellt? Ja, ne, egal. Bin schon wieder vollkommen verwirrt. Die drei durchwechseln. Okay.
Mann! Auf Semi-Auto. Wobei Demon Fang vielleicht. Wobei ihm bringt es voll. Ich könnte halt auch alles offscreen machen, hier einfach so ein bisschen Spam, aber dann lerne ich irgendwelche Sachen und das möchte ich niemandem vorbehalten. Also bei den anderen Tales of Spielen, die ich am Let's Play bin. Boah, ich bin endlich mit Tales of Quest fertig. Fällt mir gerade auf. Gestern den letzten Part endlich mal aufgenommen. Nach anderthalb Jahren. Endlich beendet und erfangt. Vom Unfähigkeit erhalten. Mann. Solider Schutz für eine Weile Schaden, den du in Abwehren Charakter. Okay. Ja, ich bin erleichtert. Wir haben jetzt. Ich habe Quest F endlich mal durch. Gott sei Dank. Nein. Aber ja. Schon ein bisschen leichter. War ein bisschen traurig am Ende. Dann irgendwann vorbei war. Ist ja schon beinahe so ein Ding, so ein Tagesablauf von mir gewesen. Was heißt der Tagesablauf? Aber. Ah, Nobby. Wie das hier. Nur schon länger, so dreimal noch. Also sechsmal. Ja, ich kann rechnen. Jetzt nochmal, Sicherheit. Okay. Hurricane Frost. Wow. Ja, toll, er hat auch so da einfach. Nein. Ich habe den schon, glaube ich, ausgerüstet. Als ich nach rechts gedrückt habe, habe ich auch Hurricane Frost eingesetzt. Nach rechts meine ich. Noch eine Erfahrungsverbundfähigkeit. Variabel. Die Stärke des Angriffs hängt von der KP-Zahl ab. Okay, was? Hm, ja gut. Vehemenz. Oh. Okay. Ja. So. 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 So, wenn ich jetzt. Das ist ja der letzte Charakter, mit dem wir jetzt die vier Erfahrungsgeben haben. Deswegen nach Regel kann ich dann einfach so irgendwelche Dinger. Kombinationen machen. Natürlich die professionellen ein bisschen teilen. Verdammt. Aber ich bin ein bisschen zu stark hier. So, jetzt nichts geändert. So, bei ihm sind wir auch bald fertig. Bei ihr auch. Wahrscheinlich habe ich nicht alle Kombinationen ausprobiert, aber ist mir egal. So, ich will das öffnen. Sag mir nicht, ich muss das Rätsel weitermachen. Weil nur für die eine Truhe, das ist ein bisschen lahm. Bin ich nicht von hier gekommen? Nee. Boah. In your face! Ich sehe doch schon, komm, ich hänge die ganze Zeit an dem verdammten Rätsel da fest. Ich kenne mich doch. Komm ich jetzt zurück? Die Kombination ist echt gut hier mit den TP-Ring und den Feenring. Finde ich. Au. Also es waren 5x10 abzuziehen. Ich weiß, es ist sehr spannend zuzugucken wieder. So. Und Presser lernt die ganzen Erfahrungsfähigkeiten. Das heißt, meine Dingens hier scheint's zu bringen. Ja, okay, das ist mit dem blöd. So, das heißt, wir können jetzt bei ihr verteilen, wie wir wollen. So, was haben wir in ihr? Stärke, ja. Dann maximal KP, ja. Leben plus wird da wirklich noch freigeschaltet, sehr schön. Oder auch nicht. Von Stauchen und so weiter. Okay, Ewigkeit passt aber gut. Ich sage noch Vehemenz. Wahrscheinlich Gegner zu betäuben und Stärke irgendwann in dein KP ab. Ja, machen wir das. So. Wie müssen wir auch noch einmal. So. Perfekt. Hm. Ist eine Tür? Nö.
Ja. Ich, boah, ich habe mich voll verirrt jetzt. Keine Ahnung, wo ich bin. Mann! Sieht aber auch ja alles gleich aus. Vielleicht zu diesem einen Ort zurück. Ihr wollt oder nicht? Ich mag diesen Ort nicht. Das ist genau wie der letzte Dungeon, ey. Ich komme überhaupt nicht weiter, habe ich so das Gefühl. Ich will schon ein Part irgendwas erreichen, hallo? So, Verbot der Fangsfähigkeit. Sehr schön. Und Regal war jetzt... Ne, Regal war nicht fertig. Zellos war fertig. So, was nehmen wir eben für ihn? Geist plus, ja, CP finde ich jetzt nicht so sehr wichtig. Den habe ich zum T-Typ gemacht, ne? Mit dem Maximal-TP. Ja, um die paar Dinger. Mit die Beweglichkeit im Kampf. Aber das mal. Und die Stärke von magischen Spielen, das schon eher was. Dann noch mal doch lieber das. Allein schon hier, deswegen. Die Wirksamkeit und den TP-Verbrauch beim Einsatz von Wirken. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, dann müssen wir auch das hier drin haben, ne? So, ups. 2T, das heißt, noch eine T wäre gut. Also eine von den drei. Na! Ist, um einen Spruch zu verzögern, wird dieser am Ende des Angriffs aktiviert. Okay. Ja. Okay, das ist gut. Ja, Frost, Hurricane, Frost. Fritz mal. Wo ist es? Ja doch. Mein Gott. So. Ohne Scheiß, keine Ahnung, wo wir jetzt wieder sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich treffe von... Na gut, dann laufe ich immer nicht vorbei, ja. Hier waren wir doch gerade. Ah. Ja, hier sind wir auch reingegangen, warte mal. Was zum... Hä? Da unten war der Rätselraum, ne? Der sagt mir, ich hab recht. Was hat der? Hey! Blaues Tor, wo du in Riegel. Yay! Wir sind doch irgendwie richtig. Okay, hier war. Ich bin schon mal hier gewesen, bin aber nicht da oben hingegangen, hab das Ding untersucht. Mann! So, dann haben wir irgendein Tor jetzt wieder deaktiviert. Von hier sind wir. Ne, warte mal. Weil ist so ein bisschen blöd. Ich kann nicht erkennen, wo früher eine Tür war und wo nicht. So, du hast noch dreimal. Einfach so Sicherheit. So, Bams. Und lass mich mal kurz. Bams. Lightning Blade. Hellfire. Nein, ich. Ja, Hellfire, genau. Das haben wir auch schon lange. Au. Bald haben wir sie. Sobald hört das Spam auf, irgendwann müssen wir ja alle haben. So, boah, meine Güte, wie viel Geld haben wir denn von der Sephira hier bekommen? So, okay, jetzt wollte ich schon wieder bei ihr alles neu machen. So, er muss ja noch. So, na, wo ist die nächste? Hier war doch nichts. Glaube ich, hier war eine Tür, oder? Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwas? Ja, das wäre so ein Schlitz, so ein Kahnschlitz. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesehen. Ich sollte mal auf die Zauber von Genis gucken.
Bayoms. Bayoms. Mein Gott, wie schnell die TP jetzt weg sind von ihm. Zum Glück muss man ihn nicht dringend treffen mit den ganzen Angriffen. Mein Graces war das nämlich notwendig. Was manchmal ein bisschen genervt hat. Ach ja, in diesem zweideutigen Ort waren wir schon. Ich weiß nur, ich sehe ihn die Zweideutigkeit. Ich weiß, ich bin sehr schmutzig. Entschuldigt. So. Dann gehen wir. Hier sieht alles gleich aus, ey. Ich glaube gar nicht, was das für ein schlimmer Ort für mich ist, ey. Ich habe gar keine Orientierung. Ich bin zwar hin und wieder was, aber kann sich auch irgendwie in Grenzen abzuwehren. Ja, durch die Abwehr. Ha. Wie so ein Schwert, das ist am Leuchten. Oh, sehr gut. Boink, boink. Boink, boink. Ah, Regal. Was war? So, ich habe geschossen. Ich bin gefragt, was ist das denn für ein Glitzern? Das wird ein reiner Kampfpart hier, ey. Muss ich hier echt auch den Running Gag Kämpfe überall einführen? Davon gab es irgendwie 10 Parts in Tales of Xillia 1. Die sollen nicht zurückkehren. Na, perfekt. Lightning Blade. Bams. Das bringt sogar was. So. Fähigkeiten, den Zellos. Die Zellos lernt. Schon wieder beinahe auf Manuel. Die Fähigkeiten mindern sich auch langsam. Die Zellos hier gerade. Ist halt vielleicht mal allgemein hier. Wo bist du? Strategie. Freier Angriff, naher Angriff. Gerade wird sich ausgehen und dann hat man das. Weiß ich nicht. Wäre eigentlich gut, ne? Dann setzt er öfter seine Fähigkeiten ein. Bei Genesis ist das schon. Oh, verdammt viel. Ist aber nicht ein bisschen. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, kann das sein? Die Leute, die dieses Dungeon ja wahrscheinlich auswendig kennen, fassen sich jetzt am Kopf so: Nein, wie bin ich jetzt hier wieder gekommen? Okay, wisst ihr was? Versuchen wir mal hier wieder. Hat jetzt hier so gut geklappt beim ersten Mal, da werde ich doch nochmal schaffen. Ich habe jetzt schon Scheiße gebaut. Ich glaube einfach zu ihnen, da unten komme ich nicht, weil ich sehe, ich gehe irgendwie so rückwärts an immer. Ich arbeite mich vom Ausgang irgendwie zu dem Weg, den ich gerade bin. Dahin. Was ist denn hier noch so ein Ding? Da unten, ne? Sonst, da oben ist eine Tür. Das heißt, da muss ich so. So, tut mir jetzt leid, dass ich mich jetzt nicht bewege und nichts mache, aber ich gucke jetzt mal kurz. Ich habe nicht nur Komplettlösung vor mir liegen, ganz ehrlich, nein. So weit mache ich nicht bei Spielen, die ich das erstmal spiele. So, und jetzt muss ich mich mal konzentrieren wieder. So. Ich gehe von da unten. Ist irgendwie da oben in der Mitte. Das heißt, ich muss von da unten rechts. Ich muss von da aus. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da oben hin? Diese Lücke. Verdammt. Warte mal, so. Versuch mal einfach. Sieht auch blöd aus, wenn ich da einfach nur rumstehe und nichts mache. Ja.
aber hier komme ich doch gar nicht irgendwie hin. ja. Nö, ich habe so das Gefühl, hier kommen wir gar nicht hin. War noch in so ein Ding? Da konnte man zu den einen hin. Na klar kann man zu den einen hin, ey. Sehe ich doch. Boah. Da kann man nicht hin. Ja klar kann man da hin, ey. So. Oh, boah. So, da ist eine Tür rechts und da oben ist eine Tür. Und zu irgendeiner müssen wir doch hin können. Von der rechten aus. Wir bewegen uns jetzt vom Ausgang. Wir kommen rechts so raus, dann gehen wir da oben, dann gehen wir da links. Aber von da aus kann man nie dahin kommen. Also nehme ich mal an, da kommt man irgendwann her, so. Da unten, das Dingen. Da kommt man, wenn da nach oben geht, dann nach links, dann nach oben. So, wie komme ich da hin? Wie komme ich hier rechts hin? Ah, so blöd ist das. So, da oben die Tür, da waren wir doch, glaube ich, schon mal, ne? Immer so. Warte mal. Boah, keine Ahnung. Da ist ja so was von. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Ich bin doch gerade sofort drauf gekommen, was wir machen müssen. Na, hier, das funktioniert nicht. So, hier, doch, klar. So kommen wir da hin. Was war hier nochmal? Ich weiß auch nicht mehr. Ach, die Tür ist offen. Perfekt. War die Tür schon immer offen? Ich glaube ja, ne? Verdammt. Sag mir, war vorher nicht offen. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Schon wieder. Es hat hier nur eine ganze Weile dauern, bis ich rauskomme. Bayon. Ich habe das Gefühl, Zauber kann man mit gar nichts verwenden. Was? Achso, da ist noch ein Viech. Gut gemacht, besser. So, ich glaube, hier war meine Tür. Ah. So, Regal, du brauchst noch Dings, ne? Rüstung. So, bitte sag mir, hier ist ein neuer Ort. Ah! Okay, sehr gut. Wir machen Fortschritte. Langsam, aber sicher. Und ich schaffe es nicht, die Gegner hier auszuweichen. Ja. Mein Gott, wie viel haben wir es? Okay, ich habe gerade Dings angesetzt, deswegen wahrscheinlich. Boah. Ich zieh das ab so 13, okay. Drei Schinken. Jetzt aufrollen. Riegel hat eine Erfahrungsfähigkeit. Ist aufgefallen, dass viele M-Wächter verringert beim Einsetzen der Spezialabwehr erlittene Schäden. Okay. Ach, das ist genau wie ein Xillia. Komplettschutz. Dann weiß ich das. Und eine Truhe. Das hat da unten muss irgendwie irgendwo hinfinden. Das sind doch diese Multi-Heil-Dinger, ne? Ja. Davon will ich allgemein Vorrat haben bis zum Ende des Spiels. Ich weiß noch, wie ich die Omega-Elixier in Xillia. Ja, ich weiß, ich mache viele Anspielungen heute auf Xillia, aber egal. So, wir gehen. Hast du das Gefühl, das wird nichts bringen. Wir gehen da. Doch, da kommen wir hin. So, dann. So und jetzt so. Perfekt. Ah, wir machen Fortschritte. Ja. Den hier. Also kann ich ja nur so. Ach, jetzt kommen wir überall hin, wo wir vorher nicht hinkamen. Hä, wo soll ich denn da hin? Ach, da rechts ist eine Tür, okay. Jetzt so. Jetzt so. Und nicht so. Ah.
konnte doch nichts anderes machen. So, wenn das jetzt nicht ein Fehler war, ne? So, so, so. Ah, okay. Nee. Was? Bin ich immer, oder? Warte mal. Nee, wenn ich jetzt da rechts, wenn ich dann links hingehe, bin ich mal weg. Wenn ich rechts hingehe, komm ich hier hin. Boah, wat? Wie komme ich denn jetzt da hin? Ne? So vielleicht. Boah, wie, das war jetzt ein Fehler. So, ach doch, ich sehe schon, ja da. Nee, was? Wieso komme ich da hin? So war das jetzt ein, das war kein Fehler. Doch, jetzt dahin. Oh nein. Hab ich doch gerade ausprobiert, Mann. Oh, leck mich. So vielleicht. Ist da oben auch was? Nee. So. So und jetzt so, okay. Und bitte, das jetzt mal gewesen sein. So, und ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir weiter hier rumirren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wollte. Ich habe jetzt meine Verabschiedungsstandardrede vergessen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge, wo der Akku hoffentlich nicht am Rummeckern ist. Ciao!